Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute beim Mitteldeutschen Exporttag zum Workshop 2. Wir haben heute im Workshop 2 das Thema Lieferketten smart gestalten und wollen in der nächsten Stunde Ihnen vier Regionen vorstellen, die Sie vielleicht noch nicht mit Ihrem Unternehmen in der Optik hatten. Wir wollen Ihnen zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, quasi auch ohne China und viele andere Lieferanten, wo es jetzt momentan schwierig geworden ist, ihre Produktion zu organisieren. Mein Name ist Michael Drescher, ich bin Referent für Internationales bei der IHK Halle-Dessau. Ich freue mich heute, diesen Workshop moderieren zu dürfen. Wir haben vier Referenten. Ich freue mich auf Herrn Martin Gaber von Germany Trade and Invest. Er wird uns heute als erstes den Westbalkan als mögliches Zielgebiet für Aktivität für Investitionen vorstellen. Als nächstes begrüße ich ganz herzlich Herrn René Harun, der von der AHK Tschechien ist und der uns natürlich Tschechien, aber auch die Visegrad-Staaten vorstellen wird. Dann haben wir von der AHK Vietnam, freue ich mich sehr, Frau Tran, die zu Vietnam sprechen wird, und Herr Andreas Wenzel, der Geschäftsführer der AHK Marokko, schließt den Reigen. Die Veranstaltung heute wird aufgezeichnet, also wir sind nicht live, aber wer Lust hat, kann sich morgen im Stream auf YouTube dann nochmal anschauen, was hier gesprochen wird. Und ja, ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung auch so in Persona wieder möglich ist, dass wir uns nicht nur alle per Stream sehen, sondern dass wir also auch hier die Möglichkeit haben zu diskutieren. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie am besten die Fragen dann auch gleich in der Präsentation, dass sie nicht vergessen wird. Und ja, ansonsten möchte ich nur noch kurz zwei Worte zu der Region Westbalkan und Herrn Gaber sagen. Herr Gaber ist seit 2019 in Belgrad für GTI als Auslandskorrespondent tätig. Er hat Wirtschaft und interkulturelle Kommunikation in Passau studiert, hat danach in der privaten Wirtschaft gearbeitet, war 3 Jahre bei der AHK in Sarajevo und Bosnien-Herzegowina und ist also ein profunder Kenner der Region Westbalkan, und er wird uns das jetzt die Region vorstellen und die Chancen, die Sie haben als Unternehmen. Ich bitte Sie auf die Bühne. Hier können Sie einfach vor uns zurück. Ich gehe gleich mal aus. Super. Genau. Ja, lieber Herr Drescher, vielen Dank für die freundlichen Einleitungsworte, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es freut mich sehr, dass ich heute zum Westbalkan sprechen darf. Herr Drescher hat schon gesagt, ich beschäftige mich jetzt schon seit insgesamt 7 Jahren mit der Region, und es ist auch sehr spannend, dann einfach zu sehen, wie sich so eine Region entwickelt und verändert. Mal im Positiven, mal im Negativen natürlich. Ja, der Westbalkan und Lieferketten, tatsächlich eigentlich ein Thema, das nicht erst seit Corona aktuell ist und seit dem Druck auf die Lieferketten, sondern man stellt seit ungefähr 10 Jahren fest, dass ein gestiegenes Interesse der Unternehmen an der Region Westbalkan da ist. Die Bundesregierung hat vor einiger Zeit auch darauf reagiert mit einer eigenen Einkaufsinitiative für den Westbalkan. Das heißt, da treffen Lieferanten aus dem Westbalkan auf Einkäufer aus Deutschland. Die Veranstaltung findet mittlerweile jährlich statt, und das Spannendste an dem Ganzen war, dass man erst da wirklich entdeckt hat, wie viele spannende Lieferanten sich tatsächlich in der Region tummeln. Bevor wir vielleicht kurz die nächsten paar Minuten, ich werde ganz kurz was sagen zu Germany Trade and Invest oder, wie wir es immer gern abkürzen, GTI. Eine kurze Einführung in die Region, Ihnen dann ein paar Sourcing-Chancen, also Beschaffungschancen vorstellen.
Ich habe ein paar Stimmen aus der Wirtschaft mitgebracht und möchte dann noch einen kurzen Ausblick geben bzw. einen Blick auf das Umfeld, in dem wir uns da bewegen. Über GTAI als Germany Trade and Invest sind wir die Wirtschaftsförderung der Bundesrepublik Deutschland. Als solche sind wir eine Agentur des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, wie es heute heißt, haben drei Hauptaufgaben, oder eigentlich sind es mehr als drei Aufgaben, aber drei Hauptaufgaben würde ich sagen, ist einmal die Exportförderung, einmal das Anwerben von ausländischen Investoren und Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Im Zuge der Exportförderung, und vielleicht sind Sie ja schon über unsere Webseite gestoßen, stellen wir vor allem Informationen für den deutschen Mittelstand zur Verfügung, Wirtschaftsanalysen, Markt- und Branchenstudien, Informationen zu Recht und Zoll, zur Geschäftspraxis im jeweiligen Land, aber auch Meldungen zu Projekten und Ausschreibungen. Das Ganze zu 140 Ländern, ich glaube es sind sogar mehr, alles auf gtai.de und alles kostenfrei erhältlich. Nun aber ab in die Region, in den Westbalkan, das ist ja ein bisschen ein sperriger Begriff, Balkan ist vielleicht noch eher geläufig als Westbalkan, tatsächlich ein Kunstbegriff, der irgendwann auf einem EU-Gipfel entstanden ist, weil man den sechs Ländern des Westbalkans, also Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien, eine gemeinsame Perspektive geben wollte. Die sechs Länder sind es ja auch, die perspektivisch irgendwann Mitglied der Europäischen Union werden sollen. Aus unserer Sicht eigentlich ein Markt direkt vor der Haustür, umgeben von EU-Mitgliedstaaten. Wir haben ja heute auch schon gehört, vielleicht rücken Lieferketten wieder näher an Europa, an die EU heran. Zwei Flugstunden ist man in der Region, auf dem Landweg sind es 24 Stunden in der Regel, die LKWs brauchen, um da unten zu sein oder halt dann in Deutschland. Damit Sie ein Gefühl auch nochmal für die Region bekommen, alles auf einen Blick, auch für die Größe und die Dimension, von der wir sprechen. Alle sechs Länder zusammen sind gerade mal 18 Millionen Einwohner. Also wenn wir über China und Alternativen zu China sprechen, muss man sehr vorsichtig sein, weil es sind 18 Millionen ist nichts. Zum Vergleich, ich habe es mal mitgebracht, Rumänien 19 Millionen, also wir sprechen von einer Region, die so groß ist wie Rumänien. Deutschland ist mehr als viermal so groß. Das Bruttoinlandsprodukt halb so groß wie das Rumäniens, Deutschland bei 3,6 Billionen Euro, da kriegt man, glaube ich, ein Gefühl, von welcher Größenordnung wir da sprechen. Zeigt aber gleichzeitig auch diese Lücke zu Rumänien bei gleicher Einwohnerzahl, dass wir noch sehr viel wirtschaftliches Potenzial in der Region haben. Der Außenhandel zwischen der Region und der Bundesrepublik entwickelt sich sehr, sehr dynamisch. Deutschland ist für die meisten Länder der wichtigste Handelspartner. Gleichzeitig wird die Region für Deutschland immer bedeutender. Bitte nicht die Zahlen auswendig lernen oder sich dazu sehr drauf versteifen. Ich möchte nur einen allgemeinen Trend mitgeben. Wenn man sich das ansieht, zwischen 2015 und 2021 haben wir einen Plus von fast 75% im bilateralen Handel und allein von 2020 auf 2021 nochmal von fast 25%. Man sieht das vor Corona-Niveau schon längst überschritten. Auf 2022 hin haben wir nochmal ein Plus, das aktuell bei rund 30% liegt. Nun zum eigentlich Spannenden, was steckt hinter diesen ganzen Zahlen? Wo gibt es denn tatsächlich Möglichkeiten für deutsche Unternehmen zur Beschaffung? Ich habe Ihnen ein paar Branchen mitgenommen, möchte beginnen mit der Autozulieferindustrie. Sie sehen immer oben rechts einen kleinen Kreis mit den Ländern, die vor allem spannend und interessant sind für diesen Bereich. Und ich habe Ihnen auch gleich drei große deutsche Investitionen mitgebracht, die vor Ort präsent sind, ZF, Brose und Continental. Bei allen diesen Investitionen, die sind schon alle weg von der verlängerten Werkbank, von der wir früher immer gesprochen haben. Da geht es um hochqualifiziertes Personal, da geht es um die Entwicklung von Elektroantrieben, von Bordsystemen. Das ist nicht mehr irgendwie die Auslagerung von einfachsten Tätigkeiten. Mittlerweile gehört Serbien sogar zu den 25 wichtigsten Lieferländern der deutschen Autoindustrie. Allein zwischen 2010 und 2019 haben die Lieferungen aus Serbien um 500% zugelegt. Weitere Investitionen sind in Planung. Continental baut zum Beispiel gerade an seinem größten Werk weltweit in Serbien.
Und der Trend zur Elektromobilität spielt Serbien auch nochmal in die Karten. Es gibt in Westserbien die größten Lithiumvorkommen Europas. Der Konzern Rio Tinto sollte eigentlich mit den Arbeiten beginnen und war optimistisch, da 2026 Lithium fördern zu können. Allerdings wurde das Projekt nach Umweltprotesten erstmal auf Eis gelegt, also ist alles offen. Eine weitere Branche, die für Sie interessant sein könnte, ist die Metallindustrie und metallverarbeitende Industrie. Eine der wichtigsten Exportsäulen in Serbien und Bosnien-Herzegowina, ungefähr 15-20% der Gesamtexporte der beiden Länder. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Kapazitäten, da muss ich jetzt spicken, von Schneiden, Biegen, Drehen, Fräsen, Bohren bis hin zur Extrusion bis und Guss- und Schmiedeteilen. Für deutsche Unternehmen beginnt die Zusammenarbeit häufig mit Aufträgen in Lohnfertigung und wird dann in der Regel weiter intensiviert bis hin zur gemeinsamen Beschaffung von Maschinen und Anlagen oder zum Joint Venture. Großes Interesse an der Region und an der Metallindustrie hat China. China hat das Stahlwerk in Smederevo mittlerweile erworben, betreibt eine Kupfermine in Serbien. Also China ist da ein wichtiger Akteur. Und was man noch im Hintergrund sieht, Metallverarbeitung kann auch mal spannend sein. Wir haben da ein E-Bike. Der Rahmen wird in Bosnien und Herzegowina hergestellt. Und wenn man ganz genau hinsieht, dann sieht man auch das CR7 drauf. Das war eine Sonderanfertigung für den Fußballstar Cristiano Ronaldo. Holz und Möbel. Vor allem Serbien, Bosnien, Nordmazedonien. Grundlage ist eine ausgezeichnete Rohstoffbasis in der Region. Bosnien-Herzegowina ist mit über 50% von Wald bedeckt. Kapazitäten reichen von der Massenfertigung bis hin zu exklusiven Designermöbeln. Die Unternehmen haben einen sehr starken Exportfokus und sind auch auf internationalen Messen wie der IMM in Köln vertreten. Gewinnen auch regelmäßig Auszeichnungen wie den Red Dot Design Award. Es gibt auch weitere Kapazitäten abseits von Möbeln, wie Schnittholz, Spanplatten, Pressplatten, auch Bauelemente und mittlerweile sogar Fertighäuser aus Holz. Ja, Schuhe, Bekleidung, Leder, jetzt haben wir vorher gehört, für die Textilindustrie ist es nicht interessant, für die Bekleidungsindustrie ist es tatsächlich ein Markt mit langer Tradition, teilweise Jahrhunderte alt. Gerade in Bosnien-Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien und Albanien. Häufig Aufträge in Lohnfertigung, die dahin vergeben werden. Das heißt, die Textilien kommen hin, werden verarbeitet, genäht und dann nach Maßstäben des Produzenten wieder importiert. Gerade für so hochwertige Sachen wie Anzüge ist das gang und gäbe. Es gibt aber mittlerweile Überlegungen, die Wertschöpfung tatsächlich noch mehr in die Region zu holen. Wichtigste Zielmärkte sind Deutschland und Italien. Der große Vorteil zu Asien wäre natürlich, dass man eine geografische Nähe hat, kurze Lieferzeiten und auch die Bestellung von kleinen Mengen möglich ist. Aber natürlich immer mit dem im Hinterkopf behalten, dass es nur für sehr geringe Stückzahlen möglich ist. Es gab vor einiger Zeit mal eine Anfrage eines großen Jeans-Herstellers, die da Riesenstückzahlen produzieren wollten. Und selbst wenn man alle Länder zusammengenommen hätte, wäre es nicht möglich gewesen. Aber gerade zum Thema Arbeitsbekleidung, da gibt es einige Hersteller. Jetzt habe ich hier den nächsten Superstar mitgebracht. Eine der dynamischsten Branchen in der Region ist IT und Softwareentwicklung. Schon viele, ja, ich habe es jetzt Branchengiganten genannt, die die Region für sich entdeckt haben, also Huawei und Microsoft sind mittlerweile vor Ort. Es gibt aber tatsächlich auch noch eigene regionale, nationale Hidden Champions. Eins davon ist Nordeus, die haben dieses Computerspiel entwickelt, Top 11. Das Spiel hat, ich wusste es auch nicht, hat mittlerweile 250 Millionen Nutzer weltweit und eben José Mourinho als Covergesicht für dieses Spiel. Und der Geschäftsführer des Unternehmens sagt immer, dass der Standort Serbien ein ganz wichtiger Faktor war für diesen Erfolg, weil sie 93% des Entwicklungsteams tatsächlich von serbischen Universitäten beziehen können. Die Leute dort gelten als talentiert und sprachbegabt, das passt also.
Aber auch in Serbien kann der Ausbildungsmarkt nicht mehr mit dem Tempo des Wachstums mithalten. So, ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt dann einen kurzen Überblick geben konnte über einige spannende Beschaffungsbranchen. Falls es doch zu schnell war, haben Sie alle diese Publikation auf Ihrem Stuhl liegen, sonst ist sie auch online abrufbar. Da haben Sie noch mal ein paar Branchen mehr mit dabei und alles noch mal im Überblick. Also nicht liegen lassen, mitnehmen. Jetzt brauche ich eine kurze Info zur Zeit. Sehr gut. Dann darf ich noch ein paar Stimmen aus der Wirtschaft präsentieren, weil es ist natürlich immer leicht, wenn ich Ihnen was erzähle. Ich habe noch ein paar Unternehmerstimmen mit dabei. Ich habe einmal das Unternehmen MK Beschlagteile, ist mittlerweile einer der größten Formenbauer Europas, haben mehrere Werke in der Region und beschäftigen ungefähr die Hälfte der Unternehmensgruppe, das sind 1000 Leute auf dem Westbalkan. Und der Leiter für strategischen Vertrieb und Marketing, Dr. Ralf Kloth, sagt, Bosnien und Herzegowina ist unser China, aber mit logistischen Vorteilen. Mann und Hummel, ebenfalls ein bekannter Automobilzulieferer. Mahmut Kaljašević, der General Manager von Mann und Hummel Bosnien und Herzegowina, sagt, dass der Standort mittlerweile auch für die gesamte Gruppe strategisch bedeutender ist. Die Umsätze haben sich vervierfacht, aber er merkt halt an, dass gerade dieses schlechte Image der Region nach wie vor, da komme ich auch gleich nochmal drauf, eine große Bremse ist, obwohl die ausländischen Investoren, die vor Ort sind, mit ihren Investitionen gut fahren. Und dann habe ich noch ZF mitgebracht, das hatten Sie am Anfang schon gesehen bei den Automobilzulieferern. Auch ZF macht sehr positive Erfahrungen in Serbien, hat mittlerweile über 1000 Mitarbeiter und will den Standort Serbien langfristig entwickeln. Viele der Unternehmen, gerade im Automobilzuliefererbereich, die vor Ort sind, sind mittlerweile auch mit Forschung und Entwicklung in Serbien. Milan Grujic, man muss noch dazu sagen, engagiert sich gleichzeitig auch als Präsident der deutsch-serbischen Wirtschaftskammer, der AHK. So, jetzt klingt das alles sehr, sehr positiv. Vieles ist natürlich immer dann nicht ganz so positiv, wenn man sich die Region ansieht. Ich habe ein paar Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate mitgebracht und das ist ja sicherlich auch hier nicht spurlos vorübergegangen. Wir haben nach wie vor den Konflikt zwischen Serbien und Kosovo, der jetzt mal wieder auf Eis gelegt wurde durch Vermittlung der EU, aber der nach wie vor schwelt. Also das ist nach wie vor ein Thema. Wir haben hier die Schlagzeile mit Serbiens Präsident Vucic droht mit Eingriff. Man muss sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich für so eine Region entscheidet. Bosnien-Herzegowina ebenso, gibt es ja immer die Abspaltungstendenzen einer der beiden Teilentitäten. Serbiens Nähe zu Russland, man hat eine Schaukelpolitik in Serbien, wo man einerseits zwar Richtung EU möchte und andererseits aber gerne günstiges Gas aus Russland beziehen will. Für uns schwierig, für die Unternehmen vor Ort ein Vorteil. Auf der Habenseite oder positiv zu sehen ist sicherlich, dass Serbien und die gesamte Region von dem Thema Diversifizierung der Lieferketten und Lieferketten in Europa und vor den Toren der EU profitieren kann. Das war es dann auch schon von meiner Seite. Falls es Fragen gibt, immer gerne auf der Webseite oder uns direkt und persönlich ansprechen. Und wir sind ja auch noch da. Ja, ich hätte die eine Frage, ja, wenn es jetzt vorgibt, weil es ja 6 Länder sind, wie geht man am besten vor? Also an wen wendet man sich oder schafft man sich ein Bild sozusagen, was für meine Branche am günstigsten ist? Genau, einfach nur gki.de und dann / Albanien oder je nachdem, welches der 6 Länder Sie gerne möchten. Und dann kommen Sie auf die Startseite und haben dort auch direkt den Ansprechpartner, der für das jeweilige Land zuständig ist. Gibt es sonst noch Fragen, die... Ja. Das Mikro braucht so groß der Saal ja nicht. Das ist meist aufgezeichnet wird, so dass man sich dann... Wir haben in der Vergangenheit mal Erfahrungen gemacht mit Metallexport aus Serbien, also Dreh- und Friesteile. Da gab es ein Spezialthema, also das Unternehmen brauchte eine besondere Lizenz, um zollvergünstigt exportieren zu können. Ist das nach wie vor so? Genau, es gibt ja die Stahlquoten der EU, also die Anti-Dumping-Zollsätze. Das müsste man sich im Detail nochmal ansehen. Also es könnte Thema sein, ja. Danke. Gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten. Ja.
Stichwort ist ja Diversifizierung von Lieferketten. Gibt es aktuelle Trends? Ich habe ganz kurz diese Headline gesehen, Nearshoring nach Corona. Gibt es solche Trends? Gibt es vielleicht Beispiele oder wenigstens Branchenbeispiele, wo sowas passiert ist? Also was ist im Moment aktuell so beim Thema Diversifizierung von Lieferketten? Was passiert gerade auf dem Westbalkan? Also das große Thema ist natürlich die Autozulieferindustrie, die aber sicher auch vor Corona schon ein Thema war, das weiter anzieht. Wir haben jetzt einen neuen Höchststand der ausländischen Direktinvestitionen in Serbien. Also man merkt, dass eine gewisse Nachfrage da ist. Aus Deutschland ist es sehr gemischt, von Armaturen bis hin zum Kabelbauer, die sich im Moment für das Land interessieren. Und wir haben tatsächlich verstärkt, auch wenn es oben gerade nicht Thema war, das Thema Bekleidung, wo Unternehmen einfach den Riesendruck haben, dass die Ware nicht ankommt und jetzt händeringend nach Alternativen suchen. Und da ist Serbien zum Beispiel im Bereich Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe ein möglicher Stand oder Serbien und die gesamte Region. Gut, dann herzlichen Dank, Herr Gauber. Wenn Sie vielleicht mit zu mir kommen, dann haben wir Platz für die nächste Präsentation. Ich freue mich auf den Beitrag von Herrn Harun. Herr Harun ist seit wie vielen Jahren? Sind Sie jetzt? Fünfeinhalb Jahre in Tschechien. Er ist im AHK-Verbund schon erfahren. Er war vorher, kannte ihn schon in St. Petersburg und war später Geschäftsführer bei der AHK im Iran. Und ja, ich freue mich jetzt sehr, dass Sie uns die neuesten Trends in Tschechien und in den Visegrad-Staaten zeigen. Hab alles da. Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Herr Drescher, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen Tschechien innerhalb von 10 Slides, es sind 10 Slides, 2 können wir davon abziehen, es ist die erste und die letzte mit der Adresse, die brauchen wir nicht, also sind es 8 Slides dann, die ich jetzt präsentieren möchte. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Situation in Tschechien nochmal darstellen, wie es sich jetzt gerade gibt. Ist alles im Prinzip sehr positiv, was kann ich auch anderes sagen. Ich muss ein bisschen Werbung machen natürlich für den Standort Tschechien und möchte Ihnen jetzt gleich mal ein Ergebnis aus dem letzten Jahr von dem Standort-Ranking jetzt auch noch mal zeigen. Wir haben in Osteuropa, in den Auslandshandelskammern in Osteuropa, Mittel- und Osteuropa bis ganz runter nach Südosteuropa eine Umfrage immer am Laufen. Die haben wir in diesem Jahr jetzt nicht durchgeführt, weil der Krieg Russlands gegen die Ukraine eben angefacht wurde und da hatten wir andere Themen eigentlich jetzt gerade nochmal zu besprechen und somit ist es jetzt erstmal in den Hintergrund gerückt. Allerdings sehen Sie eigentlich an diesem Beispiel auch schon, wie interessant eigentlich der Markt Tschechien ist und wie interessant grundsätzlich auch die Region Osteuropa für sie ist. Sie ist direkt vor der Haustür, kann man sagen auch. Und wenn man jetzt sich anschaut, was jetzt das Ranking oder die Investitionsattraktivität der Länder jetzt hier anschaut, die hier sich beteiligt haben an dieser Umfrage, dann sehen Sie, dass Tschechien doch sehr, sehr weit vorne ist. Wir sind nur eine Nasenlänge überholt worden von Estland. Es liegt aber auch vor allem daran, dass Estland sehr, sehr weit in der ganzen Digitalisierung einfach fortgeschritten ist. Aber es ist wirklich eine Nasenlänge voraus. Auch danach kommt gleich Tschechien, das auch wirklich digital, sehr, sehr gut digital aufgestellt ist. Auch die gesamte Industrie erfolgt nur noch digital. Und dann kommt eine Zeit lang erstmal nichts und dann Polen, Slowakei und dann geht es immer weiter in die andere Richtung dann auch. Also das jetzt erst einmal hier ein Pluspunkt auch schon für Tschechien, ist natürlich schade, dass wir unseren ersten Platz, den wir in der Vergangenheit immer hatten und davor war es Polen, dass wir den jetzt eingebüßt haben, aber wir sind immer unter den ersten 3 Besten sozusagen und das ist eigentlich doch ein sehr solider Platz auch nochmal. Und wenn man jetzt auch noch die Frage gestellt hat, jetzt den Unternehmen, die in Tschechien noch ansässig sind und heute noch mal vor der Wahl stünden, wie damals, ist
der an dieser Standort für uns auch wirklich ein Investitionsstandort, wenn Sie nochmal vor der Wahl stünden, haben auch wieder über 90% der befragten Unternehmen, und es sind immerhin circa 150 Firmen gewesen, die wir befragt haben, die würden nochmal eindeutig sagen, ja, auf alle Fälle. Tschechien ist ein interessanter Markt für uns, ist direkt vor der Haustür und würden wir gerne nochmal auch in diese Richtung gehen. Ja, was ist denn sozusagen das Patentrezept dieses verhältnismäßig kleinen Landes mit 10,8 Millionen Einwohnern? Ja, es ist ein starkes Exportland, ja, in einer sehr, sehr vielfältigen Volkswirtschaft, die wir hier weltweit, die wir hier auch antreffen. Er ist Tschechien, ja, was kennt man aus Tschechien neben dem Bier? Es ist die Marke Skoda, Volkswagen-Marke Skoda auch. Er ist der drittgrößte Autohersteller der Europäischen Union und ist der zweitgrößte Autohersteller weltweit pro Kopf gesehen. Ja, man muss immer irgendeine Grafik natürlich finden. Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast eigentlich. Das kann man hier eigentlich ganz gut annehmen, aber immerhin zweitgrößter Autohersteller pro Kopf gesehen. Das ist bei einer Bevölkerung von 10,8 Millionen Menschen natürlich relativ flott erreichbar, und es sind 2021 waren das jetzt 105 Autos auf 1000 Einwohner. Und in diesen 1000 Einwohnern sind auch gerade Säuglinge auch nochmal mit eingerechnet und Kleinstkinder, die noch nicht Auto fahren können natürlich. 38% der Arbeitnehmer sind in der Industrie beschäftigt, also ganz klar ein starker Industriestandort, industrieller als es zum Beispiel jetzt der Nachbar Polen ist auch. Die deutschen Unternehmen, die dort sind, sind etwa 4.000, muss man sagen, beschäftigen insgesamt im Land 450.000 Menschen in Tschechien. Also doch eine starke, starke Unternehmerschaft auch und sehr, sehr viele Arbeitsplätze, die dort geschafft wurden. Deutschland ist der 11. wichtigste Außenhandelspartner für Tschechien. Ja, von deutscher Seite aus ist Tschechien der 11. wichtigste Außenhandelspartner, und er ist der 8. wichtigste Importeur für Deutschland auch. Und wenn wir jetzt diese Visegrad-Länder, also Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, wenn wir die zusammenzählen auch und den Außenhandel zwischen Deutschland und den Visegrad-Ländern jetzt einfach nochmal zusammenrechnen, dann sind es über 300 Milliarden Euro, und das ist nochmal knapp ein Drittel mehr sogar als der deutsch-chinesische Außenhandel. Wir haben in Tschechien letztes Jahr ein Spitzenjahr gehabt, 97 Milliarden Euro zwischen Außenhandel zwischen Deutschland und Tschechien. Das ist die Hälfte des deutsch-chinesischen Außenhandels. Es ist auch etwas mehr als die Hälfte des deutsch-US-amerikanischen Außenhandels. Und es ist doch deutlich mehr als der Außenhandel jetzt mit anderen Ländern auch. Hört man jetzt nicht unbedingt in Medien hier in Deutschland auch, ist halt nicht so exotisch das Land. Tschechien ist, ja, kennt man das Bier, das Pilsener Bier, und kennt man Skoda und so, aber nimmt man jetzt nicht so richtig für voll eigentlich dafür, sieht man eigentlich nicht, was für ein wirtschaftliches Schwergewicht dieses Land eigentlich doch bildet. Wenn man diesen Global Peace Index 2022 auch nochmal sieht, ist Tschechien das 80. Land der Welt, und der Expert Insider 2021 hat Prag als die 7. beste Stadt für Expats weltweit auch nochmal gekürt. Wie gesagt, wir sind nicht mehr unter den Top 10 der wichtigsten Handelspartner Deutschlands, aber Top 11 ist doch auch schon mal ein ganz guter Platz, und 30% des tschechischen Außenhandels wird mit Deutschland abgewickelt. Was ist hier der größte Trendsetter? Das ist die Schlüsselbranche, natürlich der ganze Automotive-Bereich, die gesamte Zulieferindustrie. Es ist weltweit, wie gesagt, der zweitgrößte Automotive-Hersteller pro Kopf gesehen. Wir haben die Zahlen auch noch mal kurz gesehen. Und Tschechien ist für Deutschland der größte Autoteile-Exporteur. Ja, also wir haben sehr viele Industrien, die hier angefangen haben, in Tschechien zu sehen als erweiterte Werkbank, aber davon kommt man mehr und mehr ab auch. Man will jetzt sehr stark auch auf Innovationen auch nochmal setzen.
Ja, was ist denn auch noch so ein Patentrezept für diesen Erfolg dieses Landes? Sie haben hier diese Traditionsbranchen, den Automotive-Bereich, die Metallbearbeitung, Sie haben den Werkzeugmaschinenbau. Aber, wie gesagt, Tschechien möchte nicht mehr rein die erweiterte Werkbank sein, sondern man setzt ganz stark auf die Zukunftsbranchen, die Robotertechnologie, die gesamte Digitalisierung, Nanotechnologie auch ganz stark und das auch Digitalisierung bis hin in einen Operationssaal hinein auch. Das gibt sehr, sehr viele Beispiele, die das jetzt doch schon stark umsetzen. Auch 5G-Netz, auch das ist jetzt schon stark gegeben. Woher kommt das? Das ist hier der nationale Aufbauplan. 6,7 Milliarden Euro kommen aus der Ausbau- und Resilienzfazilität der Europäischen Union, fließen ein nach Tschechien, um jetzt die Auswirkungen nochmal aus der Corona-Pandemie abzufedern, aufzufangen. Und da gibt es drei Bereiche, die hier stark gefördert werden. Das ist die digitale Transformation, das 5G-Netz, das wirklich immer weiter am Kommen ist, immer weiter am Aufbauen ist. Digitalisierung auch des privaten, des öffentlichen Sektors. Wir haben einen starken Infrastrukturaufbau. Ladenetze, Ladestationen sind schon doch deutlich mehr, als wir es hier in Deutschland jetzt auffinden. Sehen Sie an jeder Ecke, an allen Ecken und Enden. Sie haben E-Mobilität doch sehr stark eigentlich am Kommen. Es soll auch die Elektromobilität, das größte Werk der Elektromobilität in Tschechien aufgebaut werden. Und Sie haben das Thema der Nachhaltigkeit. Das sind erneuerbare Energien, die ganze Kreislaufwirtschaft, auch dies hier, Recycling, ist sehr, sehr stark, wird sehr, sehr hoch gesetzt und ist ganz stark am Kommen auch. Ja, was haben wir hier für eine Chance? Was gibt es für Chance für die deutsche Wirtschaft, für Sie, für deutsche Unternehmen? Wir sind der Nachbar, wir sind wirklich direkt vor der Haustür. Wenn ich nachher aus Magdeburg zurückfahre, das wird dann ein bisschen mehr, wenn ich auf die Tube drücke, wird es dann 3,5 Stunden dauern auch. Und wir sind sehr, sehr nah dran, geografische Nähe ist da, wir haben eine extremst hohe Industriekompetenz, ist der Industriestandort für Produktion auch, für die ganze IT, für die Industrie 4.0, auch für das Thema künstliche Intelligenz. Wir haben eine sehr, sehr starke Start-up-Szene auch, eine sehr kräftige Start-up-Szene, die für die Industrien Applikationen auch bieten und wir kommen hier auf eine gute, treffen auf eine sehr gute Ausbildung von den Ingenieuren und Kaufleuten auch nochmal hin. Problem ist nur, und das will ich nicht verschweigen, größtes Investitionshemmnis ist einfach neben Lieferengpässen ist einfach Fachkräftemangel. Wir haben trotz Corona die geringste Arbeitslosenquote in der EU, 2,5%. Wir haben Vollbeschäftigung. Das ist sozusagen, der Arbeitnehmer hat das Heft in der Hand und sagt, wie viel er haben will, ob er denn arbeiten will und so weiter. Ist wirklich ein Riesenproblem. Allerdings, und das ist so ein bisschen so dieser kleine Schlachtruf, den wir mit einem Augenzwinkern eigentlich mal sagen, nichts ist nearer als Tschechien. Also das zum Thema Nearshoring eigentlich. Ja, das ist ein Beispiel, wenn man jetzt nochmal die Volkswagen-Marke Skoda jetzt nochmal nehmen, diese Success-Story 1991 hat der damalige CEO, Herr Hahn, Skoda zum Volkswagen-Konzern dazugenommen. Das ging eine lange Geschichte voraus. Es gab zwei Wettbewerber und das Image eigentlich von Skoda, aus der sozialistischen Tschechoslowakei auch noch, war jetzt nicht das Allerbeste. Aber dieser Merge war eigentlich wirklich goldrichtig. Und Volkswagen hat das richtig gemacht. Es war noch im Gespräch Renault, die auch Skoda übernehmen wollten. Aber Renault hatte die Pläne eigentlich, dass sie dann so eine Billigmarke dann daraus machen. Und das kam bei den Tschechen ganz, ganz schlecht an. Und das ist... Kommt überhaupt nicht gut an, deswegen hatten die das Nachsehen und der Handschlag wurde dann mit Volkswagen gemacht auch. Es gibt andere Beispiele jetzt, kleinere Beispiele, nicht so groß wie mit Volkswagen. Wir haben Brille Fielmann, kennen Sie alle.
die eine Produktion auch jetzt in Chomutov aufbauen, viele Arbeitsplätze schaffen und auch sehr viel Innovation dort reinbringen, Digitalisierung. Und das ist auch eigentlich ein schönes, klassisches Beispiel, das wir jetzt dann auch in Tschechien haben werden. Es gibt, jede Branche ist vertreten, jede Branche hat gute Karten. Allerdings, und da muss man nochmal sagen, Fachkräftemangel ist wirklich das größte Problem. Und wenn Sie Fragen haben, stehen wir natürlich immer jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es jetzt Fragen, die wir gleich beantworten wollen? Ansonsten gibt es natürlich auch im Nachgang noch die Möglichkeit, in der Kaffeepause oder nach der Präsentation ins Gespräch zu kommen. Ja? Vielleicht eine minimale Sache bei Ladestationen. Sie sagen, Tschechien ist weit vorne dran. Hat man in Deutschland die Befürchtung, wenn eine Straße mit vielen Tiefgaragen, 8, 12, 15 Plätze pro Hausanschluss macht, schafft das das Haus nicht, die ganze Straße nicht, das Stadtviertel nicht, die ganze Stadt nicht. Gibt es in Tschechien inzwischen dazu einen Plan, dieser Mehrbedarf an Stromenergie decken? Ja, das hört man in Deutschland natürlich nicht so gerne, aber in Tschechien wird sehr stark auf Atomenergie gesetzt und da wird es eigentlich gedeckt, jetzt dadurch vorwiegend auch. Atomenergie, Braunkohle, auch noch sehr viel wird aus Sachsen-Anhalt auch, glaube ich, noch importiert, soviel ich weiß, um auch diesen Mehrbedarf an Energie auch noch decken zu können. Auch. Also das ist jetzt nicht das größte Problem. Wir werden Probleme haben natürlich mit Gas, sind genauso abhängig wie Deutschland, noch abhängiger als es in Deutschland der Fall ist. Und das wird hier eigentlich bei der Wärme eben der Fall sein. Herzlichen Dank, Herr Haroon. Wenn Sie dann auch zu mir kommen, dann freue ich mich als nächstes, Frau Dau-Trang zu begrüßen, die uns den Standort Vietnam vorstellen wird. Sind jetzt, also geografisch ist nichts nearer als die Tschechische Republik, aber ich habe im Vorfeld gelesen, Vietnam hat einen Vorteil, es gibt 95 Millionen Einwohner und die Bevölkerung ist ungleich jünger als bei uns. So ungefähr durchschnittlich 30 Jahre alt, sicher die durchschnittliche Alter in Vietnam. Ja, Frau Trang ist 10 Jahre bei der AHK Vietnam, ist dort zuständig für den Bereich Business Development Services und kennt sich also sehr gut aus, wie sie deutsche Firmen für Vietnam begeistert und wie welche Fragen dort kommen, die kann sie alle profund beantworten. Genau, vielen herzlichen Dank. Ich teile Ihnen jetzt das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Chang Dao und ich arbeite ja bei der AHK Vietnam, für die AHK Vietnam seit 2010, also das ist ja mehr als 10 Jahre her, so also wie Herr Deschner schon informiert haben. Wir haben ja heute leider keine Präsentation mit dabei, aber wir sind hier in Person, wenn sie irgendwelche Fragen hat, dann sind wir da und erzählen wir Ihnen dann von Vietnam. Bevor ich mit meiner Präsentation oder mit meiner Rede anfange, darf ich Sie fragen, wer von Ihnen schon mal in Vietnam? Sehr schön. Sie natürlich. Ja, und wer von Ihnen hat schon mal in Vietnam schon mal geshort haben oder Lieferanten haben, Vertriebspartner haben? Können Sie mal die Hände mal heben? Ja, auch einige von Ihnen. Noch nicht so viel. Ja, genau. Und ich freue mich sehr, heute den Geschäftsführer der AHK Vietnam, den Herrn Marco Walde, zu vertreten, auch die AHK Vietnam, und über das Land Vietnam zu reden. Vietnam befinden sich in einem sogenannten wirtschaftlichen Transformationsprozess zu dem marktwirtschaftlichen System und natürlich bei der Modernisierung sowie Liberalisierung des Rechtssystems. Und Vietnam hat eine sogenannte sehr dynamische Wirtschaftsentwicklung für im Jahr 2021 erreicht die Wirtschaft in Vietnam so ein Wachstum von 2,6%.
Und in diesem Jahr 2022 hat die Bank HSBC prognostiziert von einem Wachstum von fast 7%. Und also Vietnam erfährt im Moment eine bedeutende strategischen Bedeutung, zunehmender Bedeutung für die deutsche Unternehmen als Beschaffungsmarkt und auch an Investitionsstandort. Das Thema Diversifizierung der Lieferkette in Vietnam im Moment bei uns, auch bei der AHK Vietnam, ist ein wichtiges Thema. Seitdem Vietnam die Tür öffnet, also seit 15. März, haben wir fast jeden Tag ein Besuch von den deutschen Firmen, die dann gerne in Vietnam entweder Industrienpark besuchen oder so eine weitere anderen Lieferanten finden mit unserer Unterstützung. Und so wie Herrn Marco Wander immer so gesagt haben, seitdem haben wir unseren Kollegen in diesem Beratungsbereich nicht so oft in seit Wochen nicht mehr gesehen, weil die Leute müssen ja die deutschen Firmen begleiten bei den vielen verschiedenen Terminen und auch bei den Standortanalyse. Und zurück zu dem Thema. Also im Moment ist das so, dass deutsche, chinesische, japanische sowie die US-amerikanische Unternehmen, die suchen im Moment zu den gleichen Zeit immer Zulieferer-Alternativen. Der Grund dafür ist, ja, so wie wir wissen, es gibt im Moment aus verschiedenen Gründen, warum sie die neuen Lieferanten oder Zulieferer in ASEAN und auch also außerhalb China suchen. Und deswegen und durch diesen großen internationalen Konkurrenzen können sich ja die vietnamesischen Zulieferer ihren Kunden aussuchen und auch somit dessen deren unterschiedlichen Erwartungen aussuchen. Wir sehen, dass ein sehr großes Interesse von der deutschen Seite an dem Standort Vietnam. Auch in diesem Krisezeit wird die Unternehmen sind wirklich gut beraten sind. Die wissen ganz genau, dass sie diesen akuten und auch potenziellen Risiken irgendwie so richtig aktiv zu managen und dementsprechend zu diversifizieren. Und Lieferketten nur aus China funktionieren nicht immer zuverlässig. Warum sagen wir das? Firmen in China müssen jederzeit und auch überall mit unvorhergesehenen Störungen rechnen. China verfolgt immerhin eine sehr strikte Null-Covid-Strategie oder Null-Covid-Politik, wodurch es natürlich kommt in vielen verschiedenen Großstädten in China sowie in Shanghai, in Shenzhen. Das Thema hat ja den Herrn Dr. Streit und Herrn Schulz schon mal angesprochen. Und wodurch diesen in vielen verschiedenen Großstädten zu Corona-bedingten umfangreichen Einschränkungen kommt. Und natürlich, da müssen wir ja damit rechnen, dass die ganzen wirtschaftlichen Schäden werden natürlich in Kauf genommen. Für die deutschen Firmen ist das super wichtig. Also Sie sehen, das ist schon wichtig mit dem Thema Diversifizierung der Lieferketten. Wir haben ja am Montag in diesem Handelsblatt den Artikel gelesen, als wir hier in Deutschland gelandet sind zum Thema, dass der CEO von Apple, der Tim Cook, er hat ja in dem Interview mit Handelsblatt so gesagt, dass er will ja diese Lieferketten diversifizieren. Das wird er tun und er sehen, dass das Risiko ist viel zu hoch, wenn man nur von einem Land abhängig ist. Und das heißt, er will ja in Indien und auch in Vietnam sein iPad und iPhone produzieren lassen. Und da sehe ich ja schon, das ist ja der Trend im Moment. Und Vietnam natürlich ist ja
auch im Fokus, nicht nur von den deutschen Firmen, sondern auch von den internationalen großen Firmen, so wie Apple. Dann vielleicht würde ich dann noch ein paar Sätze über das Freihandelsabkommen. Vietnam ist neben Singapur das einzige Land in ASEAN, das wirklich bei allen relevanten Freihandelsinitiativen dabei ist. Wichtig, also hierbei sind zwei Freihandelsabkommen wichtig, die sind TPP-11 und das Freihandelsabkommen mit der EU. Durch das Freihandelsabkommen mit der EU haben die deutschen Wirtschaft nicht nur einen sogenannten besseren Marktzugang, sondern auch mehr Rechtsfreiheit. Und da sehe ich auch nach unserem eigenen AHK, also Umfragen von der AHK, World Business Outlook, haben ja 70% der deutschen Unternehmen in Vietnam, die haben ja bestätigt, dass die EVFTA zwischen EU und Vietnam einen sehr wichtigen Faktor für die Weiterentwicklung der deutschen Firmen, Unternehmen in Vietnam oder auch für die Firmen, die dann in Vietnam irgendwie nach Vietnam die ganzen Produkte exportieren oder aus Vietnam wieder zurück in die EU importieren. Ja, und noch eine wichtige Information, vielleicht über die Wirtschaftsbeziehung zwischen Vietnam und Deutschland. Deutschland ist immerhin der wichtige Handelspartner in der EU für Vietnam und Vietnam ist ja unter der Top 2 wichtige Handelspartner von Deutschland in ASEAN. Ich glaube, das Außenhandelsvolumen zwischen Vietnam und Deutschland im Jahr 2021 ist ungefähr mehr als 14 Milliarden Euro. Und zu dem Thema, warum Vietnam? Also Vietnam hat ja nicht eine sehr gute Beziehung zu Deutschland. Und immerhin, also nicht nur dieser jungen Bevölkerung, sondern auch, die sind auch sehr, sehr sogenannten lernwillig. Und es gibt auch viele Vietnamesen, die dann in Deutschland die ganzen Ausbildungen gemacht oder studiert haben, kommen dann zurück zu Vietnam und sind auch in verschiedenen Höhenpositionen, auch in der Regierung. Diese Menschen sind ja auch so eine Brücke zwischen Vietnam und Deutschland. Und ich glaube, damit beende ich meine Rede und ich freue mich auf Ihre Fragen und auch auf die Diskussion später dann. Ja. Frau, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Das war sehr lebendig. Ich hatte noch eine kleine Ergänzung für die Firmen, die jetzt hier aus Sachsen-Anhalt sind. Das Land Sachsen-Anhalt hat auch den großen Vorteil, dass wir bei der AHK mit Herrn Walde einen exklusiven Ansprechpartner haben. Wenn Sie also im Nachgang noch Ihr Wissen und Ihre Kontakte nach Vietnam vertiefen wollen, beiden stehen Ihnen dann herzlich gern zur Verfügung. Haben Sie sonst jetzt Fragen? Die Zeit ist leider etwas fortgeschritten, aber für Fragen hätten wir noch Zeit. Wenn das nicht der Fall ist, dann nähern wir uns jetzt wieder mit großen Schritten im Mittelmeerraum. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Andreas Wenzel von der AHK Marokko. Er ist seit 3 Jahren jetzt der Geschäftsführer der AHK Marokko, hat sich vorher unter anderem beim DIHK mit dem Thema internationale Rohstoffpolitik befasst, ist aktiv im Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Und wird uns jetzt Marokko näher bringen. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass es nur 14 Kilometer von der europäischen Küste entfernt ist. Und ich freue mich, jetzt noch mehr zu erfahren zu Marokko und den Chancen, die man dort findet, um zu investieren bzw. um einzukaufen. Wunderbar, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Herr Drescher, sehr geehrte Damen und Herren, schön hier zu sein, in Magdeburg, Ihnen Marokko vorzustellen. Ich würde mal davon ausgehen, Rene Harun hat ja schon gesagt, nichts ist näher als Tschechien, Tschechien, Westbalkan. Ich nehme auch an, Vietnam ist relativ bekannt in Mitteldeutschland. Ich glaube, Marokko gibt es noch so ein bisschen mehr, auch
Nachholbedarf zu lernen, zu verstehen, wie die Chancen in Marokko liegen. Die 14 Kilometer ist richtig, durfte ich jetzt auch persönlich testen. Wir waren mit Familie im Urlaub gewesen, dieses Jahr nicht in Deutschland, sondern in Spanien, haben das tatsächlich mit dem Auto gemacht und sind mit der Fähre von Tanger nach Tarifa gefahren. Das dauert dann auch tatsächlich nur eine Stunde, ja, und ist sehr gut machbar, da die Straße von Gibraltar zu überqueren. Ist witzigerweise, und da sind wir beim deutschen Engagement, der Marktführer bei der Traverse der Straße von Gibraltar, also des Transportes von Marokko nach Spanien auf See, ist ein deutsches Unternehmen. Das ist die Förderreederei Seetouristik aus Flensburg. Ja, das sind so deutsche Engagements, die man so gar nicht auf dem Radar hat. Marokko, was zeichnet Marokko aus? Marokko startet durch, haben wir das hier überschrieben. Marokko hat in den letzten 20 Jahren einen gigantischen wirtschaftlichen Aufholprozess gestartet, eine Transformation vom Agrarland zum Industriestandort. Dreh- und Angelpunkt ist seine Infrastruktur. Und auch wenn Marokko auf dem afrikanischen Kontinent liegt, ist heute die Infrastruktur Marokkos, egal ob wir über Energie, Transportinfrastruktur etc. sprechen, auf europäischem Niveau. Ein Beispiel davon ist der Hafen Tanger Med, der nicht nur der größte Hafen Afrikas und im Mittelmeerraum heute ist, obwohl er erst 2005 gebaut wurde. Er ist mittlerweile der 25. größte Containerhafen der Welt und laut einer internationalen Studie der 5. effizienteste Hafen der Welt. Und Tanger Med steht sinnbildlich quasi für den Aufschwung, den Marokko genommen hat, für die Effizienz der Infrastruktur und der Logistik und die eine wesentliche Grundlage ist, auch um Investitionen zu planen bzw. zu sourcen oder um zu liefern. Im Einklang eine Politik der industriellen Beschleunigungszonen, wo Sie hier auch noch so ein paar Zahlen und Daten sehen. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, auch mit Blick auf die Zeit. Marokko ist in der Tat mittlerweile Stand heute auch ein Standort für Hightech. Also ähnlich wie das, was wir auch jetzt aus dem Westbalkan, aus Tschechien gehört haben. Tschechien natürlich noch auf einem anderen Niveau, das gebe ich gerne zu. Sind bei uns die Themen Automobil und Aeronautik wichtige Themen. Marokko hat vor 2 Jahren Südafrika als größten Automobilproduzenten des afrikanischen Kontinents überholt. Auch wir als AHK Marokko haben mittlerweile einen Arbeitskreis Automobil mit 30 deutschen Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette Automobil bereits in Marokko aktiv sind. Und das sind natürlich, und das hat angefangen mit den klassischen Kabelbauern, das geht auch über Cockpit und Armaturen. Und wir sind heute aber auch bei Themen wie Engineering Outsourcing beziehungsweise auch Research and Development. Da interessanterweise, und die Frage wird mir häufig gestellt, ist Marokko nicht eigentlich exklusiv an Frankreich vergeben? Im Bereich Automobil gibt es interessanterweise viel deutsch-französische Kooperation und Joint Ventures in Marokko, die sehr gut funktionieren. Die Luftfahrttechnik ist auch ein Sektor im Aufschwung mit hohen Wachstumsraten, natürlich jetzt durch die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf die Luftfahrtindustrie so ein Stück weit gebremst. Aber auch hier ist es Marokko gelungen, den Schritt zu gehen von der verlängerten Werkbank tatsächlich in Engineering-Dienstleistungen. Ja. Zurück zum Thema Automobil. Wir haben ein deutsch-französisches Joint Venture in Casablanca als Mitglied. Bei dem arbeiten 90 Ingenieure exklusiv nur für deutsche Kunden in Deutschland. Dort wird zum Beispiel das Cockpit, das digitale Cockpit der BMW 3er-Reihe entwickelt. Dort findet statt auch die Entwicklung der Werkstattsoftware von Porsche etc. Marokko steht nicht nur für Industrie, sondern auch für Energiewende made in Africa. Marokko ist ein Vorreiter bei Investitionen in erneuerbare Energie, ganz klar durch seine Ausgestattung mit Solar- und Windpotenzial. Sehr stark auch unter Beteiligung deutscher Unternehmen, deutscher Lieferanten, aber eben auch deutscher Produzenten. Das Unternehmen Siemens Gamesa, das ist auch eine Auszeichnung für den Standort Marokko, produziert in Marokko die Blades, also die Rotorblätter für die Windturbinen beispielsweise. Marokko ist auch ein Partner für die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, um auf Grundlage dann eben auch erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff, Ammoniak zu produzieren und dann eben auch nach Deutschland zu exportieren. Auch das ist ein Themenbereich, wo es in den Themen Zulieferung von Maschinen und Anlagen, auch chemischer Industrie, viele Marktchancen für deutsche Unternehmen gibt.
Auch ein Punkt, der in der Hinsicht wichtig ist, ist die sogenannte Dekarbonisierung der Produktion in Marokko. Wir sprechen ja auch und hatten das vorhin angesprochen über den Carbon Border Adjustment Mechanism, also die sogenannte CO2-Steuer der EU. Das ist ein Thema, das marokkanische Unternehmen, deutsche Unternehmen in Marokko bereits heute auf dem Schirm haben, um den weiter bevorzugten Zugang eben auch zur EU aufrechtzuerhalten, tatsächlich auf Grundlage von Kombination aus dezentraler, aber auch zentraler Energieversorgung CO2-neutral eben in Marokko auch produzieren zu können. Marokko ist, ich hatte das schon angedeutet, ein Partner eben auch in Forschung und Entwicklung. Marokko hat die entsprechenden Human Resources, hat auch ähnlich wie Vietnam eine junge Bevölkerung und ich würde auch davon ausgehen, ähnlich wie Vietnam auch eine doch auch, gerade auch im kontinental-afrikanischen Vergleich, sehr gut ausgebildete Bevölkerung, gerade auch was die Ingenieurwissenschaften betrifft. Wir haben viele marokkanische Universitäten, die mittlerweile auf internationalem Niveau in Europa ausbilden und wir sehen das bei dem Thema Wasserstoff, wir sehen es beim Thema Automobilindustrie und in der Luftfahrtindustrie, dass Marokko sich eben weiterentwickelt im Thema Engineering und beim Thema Forschung und Entwicklung. Die bilateralen Handelsbeziehungen, das ist ganz interessant zu sehen. Ja. Wir haben also mit Stand 2010 gab es de facto keine deutschen Marokko. Ja. Deutschland ist ein Latecomer in Marokko. Warum? Es ist und war ein französischsprachiges Land, auch wenn die englische Sprache immer wichtiger geworden ist. Es ist in Nordafrika im arabisch-islamischen Kulturkreis. Wir hatten über die Wahrnehmung gesprochen beim Westbalkan. Ich würde mal darauf wetten, dass die Wahrnehmung Marokkos und das Image Marokkos in Deutschland auch nicht immer zum Besten bestellt war. Ja. Und für deutsche Unternehmen, für deutsche Mittelständler war es nicht folgelogisch, den nächsten Schritt zu gehen, in Marokko zu investieren, als eben auch noch die Möglichkeiten in Osteuropa und auch in China bestanden. Aber wir sehen eine Steigerung deutscher Investitionen bis zum Jahr 2020 um 650%. Und wir sehen heute 35.000 Beschäftigte bei deutschen Unternehmen, knapp 90 deutsche Investoren in Marokko mit einem Umsatz von 2 Milliarden Euro. Wir sehen, dass auch Deutschland aktuell Waren im Wert von 2,2 Milliarden Euro nach Marokko exportiert. Und Waren importiert im Wert von 1,6 Milliarden Euro. Und diese 1,6 Milliarden Euro, das sind sehr stark auch Elektrotechnik, Komponenten, Schuhe, Textilien und Kleidung, also alles das, wo wir zum Thema Sourcing uns auch gerne im Detail und einzeln unterhalten können. Marokko ist ein attraktiver Investitionsstandort, weil er politisch und makroökonomisch stabil ist. Der wirtschaftliche Aufschwung Marokkos der letzten 20 Jahre beruht auch auf dieser wirtschaftspolitischen Stabilität und Offenheit. Sie können beispielsweise als deutsches Unternehmen in Marokko eine Tochtergesellschaft gründen, deren Anteile zu 100% halten. Es gibt keinerlei Verpflichtung zu einer lokalen Beteiligung. Sie können Devisen ein- und ausführen in unbegrenzter Höhe. Sie haben ein sehr hohes Maß an wirtschaftlicher Freiheit. Sie haben freien Marktzugang. Marokko ist EU-assoziiert. Ich werde dazu auch noch gleich eine ganz kurze Folie haben. Ausgebaute Infrastruktur, Logistik auf europäischem Niveau, das hatte ich erwähnt. Sie können auch davon ausgehen, dass LKWs, die Marokko verlassen, wir sind auch nicht auf Containerverkehr angewiesen, weil das über die Straße von Gibraltar im Ro-Ro-Verfahren läuft, in ungefähr 36 bis 48 Stunden in Mittel- und oder Osteuropa sind. Und aus marokkanischen Werken heraus wird zum Teil auch die Automobilindustrie in Tschechien beispielsweise beliefert und auch in Rumänien und Bulgarien. Wir haben Verfügbarkeit qualifizierter bzw. qualifizierbarer Arbeiter und Arbeitskräfte, ähnlich eben wie Vietnam, eine relativ junge Bevölkerung und eben keinen Fachkräftemangel. Und wir sind ein relativ kostengünstiger Produktionsstandort. Wir haben auch in den letzten Monaten gesehen, im Zusammenhang auch mit Covid, aber auch bereits vor dem Krieg auch Russlands in der Ukraine, dass wir deutsche Unternehmen in Marokko erleben, die aktuell Produktion zumindest teilweise verlagern aus Osteuropa, aus China heraus. Ja. Das sind natürlich, wie auch, ich glaube, das Stichwort war, der Westbalkan kann nicht China ersetzen, auch Marokko kann nicht China ersetzen. Wir sprechen ja zur Diversifizierung. Wir haben ein deutsches Unternehmen aus Bad Berleburg, die Stahlschmidt Cable Systems, die verlegt ihre Produktion automobiler Bautenzüge aus Polen und Ungarn nach Marokko. Wir haben andere deutsche Unternehmen aus China, die teilweise neue Kapazitäten in Marokko aufbauen, die sie früher eben zum Beispiel in China aufgebaut hätten.
Marokko ist auch, und das ist perspektivisch für Sie interessant, auch beim Thema Markt und Export, ein Hub für Nord- und Westafrika. Es gibt eine ganze Reihe deutscher Unternehmen, ich habe jetzt einfach nur noch mal ein paar hier herausgenommen, die aus Marokko heraus die Märkte Nord- und Westafrikas betreuen und erschließen. Marokko ist neben Südafrika der wichtigste afrikanische Auslandsinvestor auf dem afrikanischen Kontinent, und wir erleben es und sind auch in unserem Business Development an der AHK sehr stark mit Themen betreut, für deutsche Unternehmen marokkanische Partner zu finden, die eventuell gleich auch den Zugang zu westafrikanischen Märkten herstellen. Und Herr Wittek ist heute auch hier, der war ja auch mit der IHK und mit uns im Senegal gewesen im letzten Jahr. Marokko ist open for business, das hatte ich schon gesagt, zum Thema Marktzugang. Freihandelsabkommen, Assoziation, es gibt die Assoziation mit der EU, und es gibt auch, und das ist ganz spannend auch für deutsche Produzenten in Marokko, ein Freihandelsabkommen mit den USA, was auch logistisch, infrastrukturtechnisch Sinn macht, und natürlich mit der Golfregion bzw. auch der Türkei. Da komme ich dann auch zum Ende, ich habe viel über Automotive und auch über Aeronautik gesprochen. Textilindustrie, wir hatten vorhin den Kollegen, der auch davon sprach, dass er jetzt aus Marokko source, speziell für Spezialtextilien, Arbeitstextilien, technische Textilien, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, Umwelttechnologien, das sind so Themen, wo es tatsächlich auch Chancen gibt, als Produktionsstandort, genauso wie eben auch Partner zu finden, eben für das Sourcing aus Marokko heraus. Und dann freue ich mich darauf, wenn Sie uns kontaktieren, wenn ich so ein bisschen Interesse wecken konnte an Marokko, und stehe natürlich gerne auch noch jetzt gleich für eine Frage zur Verfügung oder dann eben auch in der Kaffeepause im Verlauf des weiteren Tages. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Wenzel. Wir sind jetzt, denke ich, mit vielen Anregungen für neue Aktivitäten ausgestattet. Für mich war es also sehr spannend, also auch zu hören, dass gerade auch diese Freihandelsabkommen doch die Regionen immer näher zusammenbringen, weil das hat man nicht immer dann gleich auf der Agenda, dass man vielleicht ein Produkt hat und dass man dann aber unter Umständen beim Zoll dann wieder drauflegen muss und dass es dann doch nicht mehr so attraktiv ist. Ich danke ganz herzlich meinen vier Referentinnen und Referentinnen. Und ja, die Zeit ist leider schon etwas fortgeschritten. Haben Sie jetzt noch Fragen, die Sie im Auditorium, Herr Dr. Wiebold? Herr Wenzel, Sie haben eine Success Story gezeichnet. Sie haben bewusst keine Karte gebracht. Marokko betrachtet ja Westsahara als integralen Teil des Landes. Wir beziehen ja eine Menge Phosphat aus Westsahara. Marokko hält aber auch Westsahara militärisch besetzt bis zum Bern. Eine Menge Saharis leben da in Algerien im Ausland. Die Bundesregierung hat ja da nochmal die Position zu verändert. Wie ist denn sozusagen der Umgang von Ihnen als AHK Marokko mit der Gebietsfrage? Also eigentlich gibt es für deutsche Unternehmen in Marokko keinen Bezug zu der Sahara-Thematik und eigentlich keine Gefahr, die dahinter liegt. Es ist in der Tat richtig, und den Tipp geben wir auch deutschen Unternehmen, wenn sie nach Marokko kommen, verzichten Sie auf eine kartografische Darstellung Marokkos. Weil Sie machen entweder den Fehler, dass Sie eine Karte zeigen, die im deutschen Kontext als nicht richtig anerkannt wird, oder im marokkanischen Kontext. Und es kann durchaus sein, wenn Sie eine Marokko-Karte in Ihren Publikationen, in Ihrer Präsentation haben, die eine Grenze zeigt zur Sahara und die Sahara nicht als marokkanisch zeigt, dass Ihnen Partner oder Kunden das übel nehmen werden. Das ist vollkommen klar. Der Konflikt um die sogenannte Westsahara, Sie haben es so ein bisschen überzeichnet, militärisch besetzt, der ist komplexer und komplizierter. Auch der Nachbar Algerien spielt da eine Rolle. Es gibt seit mehr als 40 Jahren eine UN-Vermittlungsrolle. Marokko sieht die Sahara als Bestandteil des Landes, bietet aber eben auch einen Autonomiestatus an. Die Befreiungsbewegung Polisario möchte eine Unabhängigkeit der Sahara erreichen, wird unterstützt von Algerien aus strategisch-politischen Gründen und möchte eben ein Referendum über eine Unabhängigkeit haben, gibt sich mit einer Autonomiesituation nicht zufrieden. Das Phosphat ist das eine. Deutsche unternehmerische Aktivitäten in Marokko spielen sich aber zu 98% in dem nördlichen Teil Marokkos ab.
In der Tat wird es spannend sein zu sehen, wie die politische Partnerschaft sich weiterentwickelt beim Thema Wasserstoff. Weil unweigerlich sind die besten Bedingungen für die Produktion grünen Wasserstoffs mit Blick auf auch Wind- und Solarpotenzial im südlichen Marokko, also in der sogenannten Westsahara, das ist vollkommen klar. Die Bundesregierung hat am Ende des Tages nicht so wirklich ihre Position verändert, sondern hat ihre Kommunikation einfach so ein Stück weit geschärft. Die Position der Bundesregierung ist weiterhin, dass es einen internationalen Vermittlungsprozess zur Sahara gibt und dass die Bundesregierung den Autonomieplan Marokkos für glaubhaft und realistisch erachtet. Das ist jetzt das auch, was vor kurzem Außenministerin Baerbock nochmal in Marokko bekräftigte. Und diese Aussage ist auch die Grundlage dessen, dass wir aktuell heutzutage von einem vernünftigen politischen Dialog und einer normalen Kooperation zwischen Deutschland und Marokko reden können. Aber eins ist vollkommen klar, Marokko ist die Sahara sehr, sehr wichtig. Das Thema wird immer wieder hochkommen. Am ehesten sehe ich da eine Diskussion bei den Energiethemen, aber deutsches unternehmerisches Engagement in allen anderen Sektoren war auch in der Vergangenheit von politischen Krisen zwischen Deutschland und Marokko nicht betroffen und nicht beeinträchtigt. Die marokkanische Seite differenziert da sehr stark zwischen der politischen Agenda und eben auch dem Wunsch, Partner zu diversifizieren und die Partnerschaftsstruktur zu verändern. Und da muss man letzter Satz auch ganz ehrlich sagen, dass Deutschland privilegierter Partner ist. Die beiden historisch und auch heute noch wichtigsten Partner Marokkos sind Spanien und Frankreich. Und Deutschland ist von marokkanischer Seite quasi im Fokus, eben auch in der eigenen Diversifizierungsstrategie Marokkos, neben Großbritannien, neben den Vereinigten Staaten und neben Israel, ja, einer der wesentlichen Ankerpunkte. Aber im Einzelnen sind wir auch da als AHK immer auch gerne bereit, Risiken einzuschätzen, Unterstützung zu leisten, ob und inwiefern man sich zu diesem Thema verhalten sollte. Herzlichen Dank für diese Hintergrundinformationen. Die Zeit ist leider schon viel weiter fortgeschritten, als wir geplant haben. Ich möchte jetzt auch nicht zwischen Ihnen und Kaffee und Kuchen stehen, der Sie jetzt oben erwartet. Es geht dann um 14.30 Uhr weiter mit einem Workshop, also wieder mit zwei Workshops. Zum einen Workshop 3, Lieferketten digital gestalten, smarte Lösung in der Lieferkette. Das ist, soviel ich weiß, im großen Saal. Und hier erwarten Sie dann Lieferkettengesetz im Ausland mit Kollegen von der AHK Greater China, Indien und Vietnam, am Walde. Ja, und herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Und ich hoffe, es war für Sie genauso interessant wie für mich. Und herzlichen Dank an meine Arbeit.